Heizung und Warmwasser in Betrieb nehmen. Den Knopf drücken, bis das Bedienelement angeht. Das erste, was ich hier vorne sehe, Wohnmobil blinkt. Das ist für die Heiztemperatur für den Innenraum. Draufdrücken, Temperatur wählen. Draufdrücken, Heizung ist eingestellt. Das Gerät geht nach kurzer Zeit zurück in den Uhrzeitmodus und zeigt dann auch an, welche Temperatur wir haben. Jetzt ist die Uhrzeit da. Gleich kommt die Temperatur dazu, die aktuell ist. Will ich die Temperatur ändern, einfach an einem Drehrad drehen, draufdrücken, bestätigen, hat er übernommen. Das werden wir gleich sehen. Jetzt. Warmwasser. Ich drücke hier drauf, gehe auf das Symbol mit dem Thermometer, drücke hier drauf. Hier gibt es die Möglichkeiten off, ist der Standard. Ich kann einschalten auf Eco, Hot, Boost. Boost ist übertrieben, das ist eine ganz extreme Aufheizung für kurze Zeit. Im Normalfalle Eco ist vollkommen ausreichend. Draufdrücken zum Bestätigen. Solange hier oben das obere Symbol am Blinken ist, ist die Heizphase. Dann gibt es noch ein weiteres für die Heizung, ist dieser Ventilator. Ich kann hier draufdrücken, der steht jetzt auf Eco. Ich kann den auf High stellen, immer mit Drücken bestätigen. Das ist, wie stark wird das Gebläse sein, um hier die Düsen im Innenraum die Luft ausströmen zu lassen, zum Innenraum heizen. Das war's.